Hallo und herzlich willkommen zu Visite, Ihrem Gesundheitsmagazin bei Studio 47. Heute beschäftigen wir uns mit einem echten Multitasking-Organ. Gemeint ist die Leber, der große Giftfilter bei uns im Körper, ein sehr wichtiges Organ, wie man auch bei den Helios-Kliniken hier bei uns in Duisburg weiß. Einsatz für Professor Dr. Stefan Lüth. Ein über 70-jähriger Patient klagt über Magenschmerzen und Gewichtsverlust. Mit einer Magenspiegelung will der neue Chef der Gastroenterologie der Ursache auf die Schliche kommen. Wir gehen dann ganz zart in die Speiseröhre. Und im Magen sehen wir zunächst kein Blut. Jetzt geben wir Luft, darunter entfaltet sich dann der Magen und arbeiten uns so dann immer tiefer vor. Für die Untersuchung verwendet Lüth ein sogenanntes Gastroskop. Dabei handelt es sich um einen flexiblen Kunststoffschlauch, der etwa 1 Meter lang ist und einen Durchmesser von weniger als 1 Zentimeter hat. Wir sagen immer Magenspiegelung, meinen aber damit eigentlich die Speiseröhren, Magen- und Dünndarm- bzw. 12-Fingerdarm-Spiegelung. Dabei kommt der Experte nach dem Ende des Magens sogar noch gut 20 bis 30 Zentimeter über den Dünndarm hinaus. Und so ist auch nach wenigen Augenblicken der Grund für die Schmerzen gefunden. Das ist hier ein fibrinbelegtes Ulkus. Ein Geschwür, nicht sehr groß. Die Duodenalgeschwüre sind in aller Regel fast immer gutartige Geschwüre und sind deswegen auch mit einer Eradikationstherapie aus Antibiotikum und aus Säurehemmer gut behandelbar. Für den Patienten bedeutet das nun 1 Woche Antibiotikumkur. Innerhalb von 2 Wochen werden die Beschwerden vollkommen abgeklungen sein. Für ihn hat sich die Magenspiegelung also in jedem Fall gelohnt. Bis er aus seinem Tiefschlaf erwacht, wird es aber noch ein paar Minuten dauern. Für Professor Dr. Lüth geht es indessen weiter. Seit gut 1 Monat ist der gebürtige Frankfurter neuer Chefarzt der Klinik für Gastroenterologie. Eine Klinik für innere Medizin, die sich mit allen diagnostischen und therapeutischen endoskopischen Verfahren des oberen und unteren Verdauungskanals, der Gallenwege, der Bauchspeicheldrüse und der Leber beschäftigt. Letztere ist übrigens ein ganz besonderes Organ, auf dem der Fokus des 47-jährigen Professors liegt. Sie füttert die Zellen mit Zucker, wenn sie Hunger haben. Sie übernimmt Entgiftungsfunktionen. Sie ist das zentrale, quasi die zentrale Fabrik im Körper, die für die Homöostase sorgt und dafür, dass die Prozesse von Gehirn bis zum Herz über die Nieren kontrolliert ablaufen. Rund 2000 Liter Blut fließen täglich durch die Leber. Dabei ist das Organ über viele Äste mit den umliegenden Körperregionen verbunden. Umso wichtiger ist deshalb die enge Vernetzung in und außerhalb der Klinik und vor allem Teamarbeit, um für den Patienten das beste Ergebnis zu erzielen. Gemeinsam mit Dr. Norbert Hennes, Chef der Chirurgie, geht Lüth noch einmal die Patienten der letzten Woche durch. Eine gute Leberbehandlung kennzeichnet eine gute interdisziplinäre Behandlung und die besteht aus Infektiologen, die mithelfen, die infektiösen Lebererkrankungen zu behandeln und die besteht aus Onkologen, die mithelfen, die Tumorerkrankungen der Leber zu behandeln und die besteht natürlich auch im schlimmsten Falle, muss auch eine Operation sein und eine gute Leberchirurgie oder wie wir sagen hepatobiliäre Chirurgie ist da ganz notwendig und die können wir eben hier im Johannes-Hospital vorhalten. Wie gut die interdisziplinäre Zusammenarbeit wirkt, zeigt sich hier auf der Station. Bei einer 81-jährigen Patientin wurde bei einer Routineuntersuchung eine Leberzirrhose diagnostiziert. Doch es ist alles in Ordnung. Da bin ich ganz zufrieden, sodass es der Leber doch noch nicht so schlecht geht. Bereits morgen kann die Patientin die Klinik verlassen. Morgen früh, ich denke, um 10 Uhr können Sie sich abholen lassen, dann ist der Brief fertig. Die Patientin ist glücklich, doch für Professor Dr. Stefan Lüth geht der Klinikalltag weiter. Soweit unser Blick in die Praxis, wenn man so will, meine Damen und Herren. Und natürlich wollen wir das Thema vertiefen hier bei Visite, bei unserem Gesundheitsmagazin. Die Leber, das Multitasking-Organ, ist unser heutiges Thema. Und Professor Dr. Stefan Lüth ist bei uns zu Gast, Chefarzt der Abteilung für Gastroenterologie am Helios-Klinikum. Herzlich willkommen bei uns. Und wenn man sagt, die Leber, das Multitasking-Organ, naja, ist halt ein Organ. Was macht die Leber so besonders, dass sie so Multitasking ist? Ja, lieber Herr Divindje, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Und die Leber ist unser zentrales Stoffwechselorgan. Und Stoffwechsel und Stofftransport ist lebensnotwendig für alle Lebewesen.
Und die Leber ist insofern besonders, als dass sie Eiweißmoleküle, Eiweißbausteine baut für uns. Das ist unsere Struktur. Unsere Struktur ist vorgegeben von unserem Körper durch Eiweißmoleküle. Und die sind wichtig für die Ernährung, für den Strukturproteine, für die Zellen und für die Gewebe. Und sie ist auch beteiligt im Fetttransport natürlich, denn sonst könnte gar kein Fett, lebensnotwendige Fette im Blut transportiert werden. Und insofern ist sie zentraler Bahnhof, würde ich jetzt sagen, wenn ich in der Duisburger Gegend bleiben will, zentraler Bahnhof für Strukturproteine und für Funktionsproteine, die absolut lebensnotwendig sind und ohne die kein Leben möglich wäre. Also ganz zentrales Organ in unserem Organismus. Jetzt ist es ja perfiderweise wohl so, dass Erkrankungen der Leber nicht oft wirklich schmerzhaft sind von Anfang an und man auf bestimmte Sachen dann zu achten hat, um sicherzustellen, dass das Ding auch gut funktioniert. Worauf ist da zu achten? Genau das ist das Problem. Die Leber hat keine Schmerzfasern. Das heißt, ein Funktionsverlust oder eine Entzündung der Leber oder auch ein fortschreitender Fibrose, also narbiger Umbau der Leber, bleibt zunächst unbemerkt. Mhm. Und häufig können wir das also nicht früh erkennen und kommen häufig zu spät dann eben halt auch in der Detektion einer fortschreitenden Lebererkrankung. Die Leber hat eine dünne Kapsel. Und im Falle von starker Schwellung und sehr starker Entzündung wird diese Kapsel gespannt, ähnlich dem Schädel. Und dann haben wir die Kopfschmerzen. Und dann kann auch die Leber mal schmerzen. Aber die Leber ist ansonsten nicht versorgt von Schmerz- oder Alarmfasern, die uns signalisieren, Mensch, da ist was nicht in Ordnung. Ja. Gute Nachricht ist, glaube ich, die Leber ist ein Organ, das sich in weiten Teilen selbst regenerieren kann auch. Das hat die Leber so als nette Eigenschaft am Rande. Und dann im schlimmsten Fall passiert das, was man auch kennt, zumindest als Laie das eine oder andere Mal hört, dass transplantiert werden muss. Ganz genau, so ist es. Es scheint so zu sein, dass gerade, was das betrifft, Vor- und Nachbereitung bei solchen Dingen ein gutes Netzwerk eine sehr wichtige Sache ist. Wie betrachten Sie das? Es ist eben halt nicht mit einer Transplantation an sich getan. Ja. Und transplantiert werden darf ja auch nur der, wo die beste Wahrscheinlichkeit, dass das Organ auch angenommen wird und dass das Organ auch längerfristig überlebt, nur der darf transplantiert werden. Und das zweite wesentliche Kriterium ist die Dringlichkeit, das heißt, nur der Schwerstkranke darf transplantiert werden. Und diese Patienten bedürfen eben halt einer umfassenden Versorgung und da ist die Familie gefragt des Patienten, da ist der Hausarzt gefragt, da ist der niedergelassene Facharzt gefragt, letztendlich die Klinik, also da bin ich und mein Team gefragt. Ja. Und schließlich natürlich die Transplantation selber, die wird vorgenommen in sogenannten Transplantationszentrum. Ein solches Transplantationszentrum sind wir nicht, aber wir können die Nachsorge für diese Patienten anbieten und wollen uns eng vernetzen mit den hier verfügbaren Transplantationszentren. Was ja auch klar macht, dass der Eingriff selbst eigentlich nur ein Teil dessen ist, was zum Thema Transplantationsmedizin gehört. Das ist ja nicht das singulär Einzige, was im Mittelpunkt steht, oder? Genau so ist es. Es ist nicht so, dass der Patient dann mit einem Mal gesund ist und er mit dem neuen Organ so weiterleben kann wie bisher. Nein, das ist überhaupt nicht so. Er muss auf bestimmte Dinge verzichten und das ist natürlich der Alkohol weiterhin und das ist am liebsten natürlich auch das Rauchen, denn wir wissen, dass auch das Rauchen lebertoxisch ist und der Patient wird lebenslänglich Immunsuppression brauchen. Diese Medikamente machen infektanfällig. Auch deswegen müssen wir den Patienten gründlich und gut überwachen. Zudem ist jede Immunsuppression auch gefährlich, weil der Körper keine gute Überwachung mehr für Tumorentstehungen hat. Und diese Patienten haben ein höheres Risiko auf Tumore verschiedener Organe. Und deswegen finden Jahreskontrollen statt dieser Patienten im Bestfalle. Ja. Häufig sehen wir die Patienten allerdings schon früher als nach Ablauf eines Jahres. Ja. Wir hatten eingangs gesagt, die Leber ist ein Multitasking-Organ, ganz wichtige Funktion für den Körper. Sie hatten es vorhin kurz ausgeführt. Und Multitasking ist ja im Grunde genommen dann auch das, was in so einer Klinik rund um Lebererkrankungen passiert. Das ist ja nichts, was einzig und alleine bei Ihnen landet, sondern wo ganz viele mitspielen müssen. Wie muss man sich das vorstellen? Ganz genau. Also wir behandeln nicht nur den Patienten, wir behandeln die Familie mit und wir sind in engem Kontakt auch mit den Hausärzten, den niedergelassenen Ärzten und das ist unser Frühwarnsystem, denn natürlich kann der Patient nicht jeden Tag zu uns kommen, mit jedem kleinen Problem eben halt, was vielleicht noch gar kein Alarmsymptom ist, aber grundsätzlich kann natürlich ein Schnupfen gefährlich werden für solche Patienten, die kein funktionierendes Immunsystem mehr haben und nicht selten landen
landen die mit einer schweren Sepsis dann, weil zu spät erkannt, auch auf der Intensivstation bei uns. Und deswegen ist es mir wichtig, Strukturen in Duisburg zu schaffen, die eben halt eine gute Kommunikation mit den Niedergelassenen bewirken, mit den großen Praxen, die sich daran beteiligen sollen, auch von unserer Seite aus gerne. Und wir möchten hier auch eng mit den Universitätskliniken Essen und Düsseldorf zusammenarbeiten, denn das sind die naheliegenden Transplantationszentren für uns. Ja. Dann, Herr Lüth, wünsche ich Ihnen ganz, ganz viel Erfolg bei Ihrer Arbeit. Alles Gute für Sie und vielen Dank fürs Gespräch heute. Danke, dass Sie uns waren. Dankeschön. Ja, meine Damen und Herren, wir machen an dieser Stelle einen kleinen Abstecher und schauen, was sich noch so alles tut an den Helios-Kliniken hier bei uns in Duisburg in unseren Nachrichten. Neuer Endoprothetik-Spezialist für den Duisburger Norden. Das Helios-Klinikum Duisburg erweitert sein orthopädisches Spektrum um einen zusätzlichen Experten. Mit dem neuen Oberarzt Dr. Metzascha Kohlen wechselt ein erfahrener Knie- und Hüftendoprothetiker nach Hamborn. Der 39-Jährige war zuvor unter anderem an den Universitätskliniken in Leuven und Utrecht tätig. Er ist Facharzt für die chirurgische Orthopädie und absolvierte sein Medizinstudium an der Universität Maastricht. Sein Ziel, den Patienten schnellstmöglich wieder zur Mobilität und Beweglichkeit zu verhelfen. Neue Räume in der Helios St. Johannes Klinik. Zwei Stationen der Helios St. Johannes Klinik wurden jetzt umfassend renoviert und bieten den Patienten aus den Fachabteilungen der Onkologie sowie der Dermatologie von nun an mehr Komfort. Auf den neu gestalteten Stationen stehen jetzt insgesamt 12 Einbettzimmer sowie 5 Dreibettzimmer zur Verfügung. Alle Räume sind mit eigenem Badezimmer und bodengleicher Dusche ausgestattet. Stück für Stück sollen nun auch die übrigen Bestandsgebäude der Klinik erneuert werden. Bis 2018 soll zudem ein Klinikneubau mit rund 25.000 Quadratmetern Grundfläche unter Integration des denkmalgeschützten Altbaus entstehen. Und damit sind wir für heute am Ende von Visite, dem Gesundheitsmagazin bei Studio 47. Ihnen vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.